Moin Leute, Werder gewinnt auch in Mainz mit 1:0. Schon ein bisschen verrückt, die Punkteausbeute passt sehr gut. In der Rückrunde steht man aktuell in der Rückrundentabelle zumindest auf Platz 1. Das ist auch eine Momentaufnahme, die man mitnimmt, über die man sich freuen darf, die natürlich keine Selbstverständlichkeit nach 34 Spieltagen darstellen wird, was auch völlig normal ist. Und dieses Wort Momentum, was ich in der letzten Woche oder nach dem letzten Rückblick schon mal reingeworfen habe, das passt auch jetzt wieder sehr gut. Denn man sieht ein Stück weit, Werder konnte dieses Spiel eigentlich nur dadurch gewinnen. Denn es war ein glücklicher Sieg am Ende, es war ein Spiel, das war von Werder einfach nicht gut. Das war auch nicht ein Spiel, das so lief, dass Mainz da hätte verlieren müssen, muss man auch fairerweise sagen, vor allen Dingen auch in den letzten Minuten. War Mainz die deutlich aktivere Mannschaft, hatte deutlich mehr Abschlüsse über das ganze Spiel gesehen und wir hatten einen guten Zetterer. Wir hatten auch in einigen Momenten wirklich Glück bei den Abschlüssen der Mainzer. Also der Aluminiumtreffer, der Kopfball von Ajor knapp vorbei und auch noch andere Möglichkeiten. Also da gab es sehr, sehr knifflige Momente, die Werder überstehen musste. Und man hat wirklich nur noch ganz, ganz wenig Entlastung hinten im Spiel heraus für sich selbst generieren können. Dabei ist das Spiel perfekt losgegangen, Werder ist früh in Führung gegangen, abgefälschter Ball, Duxch reagiert gut. Ich finde den Abschluss, den fand ich auch gar nicht so einfach und dafür war er wirklich wahnsinnig gut zum 1:0. Und dann waren es so 10 bis 15 Minuten, wo man so dachte, aha, hier spielt ein Team, das hat gerade irgendwie, ist auf einer Euphoriewelle, da funktionieren viele Dinge ganz gut und auf der anderen Seite ein verunsichertes Team der Mainzer. Und da dachte ich mir so, okay, fängt gut an, auch spielerisch sieht das erstmal ganz okay, ganz solide aus. Werder lässt den Ball laufen, hat im Moment auch mehr Spielanteile, passt alles, könnte vielleicht wirklich auch ein erfolgreicher Spielteil gemeins werden. Und dann ist das so ein Stück für Stück immer weiter gekippt. Werder hat immer mehr Fehlpässe reingebaut, hat sich immer weiter fallen lassen, offensiv nicht mehr gut gepresst. Die Mainzer haben dadurch mehr Raum bekommen, haben ihn lange Zeit nicht wirklich effektiv genutzt für richtig gute Tormöglichkeiten, hatten aber auch schon in der Phase den Aluminiumtreffer dabei, wo es ja dann auch schon irgendwie 1:1 hätte heißen können und sind dann aber auch vor allen Dingen in der zweiten Hälfte immer besser ins Spiel gekommen, immer besser ins Rollen, haben immer gefährlichere Abschlüsse kreiert. Und ich finde übrigens, dass sie auch einen richtig guten Move gemacht haben. Ein Spieler mit Nadim Amiri, der ja auch immer durch die Bremer Gerüchteküche gegangen ist, dieser Name, der hat wirklich, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel für die Mainzer gemacht, hat ganz klar gezeigt, auch wenn er bei den Leverkusen ja nicht die größten Spielanteile hatte, dass das ein Spieler ist, der einen Mehrwert für Vereine darstellen kann in der Region. Ich fand ihn wirklich stark am Ball, der hatte gute Ideen fürs Mainzer Spiel und ich habe mir auf der anderen Seite auch so vorgestellt, wie wäre das auch, wenn wir so eine Option hätten. Also Romano Schmid macht eine hervorragende Entwicklung, gerade in dieser Saison finde ich ihn wirklich konstant und er ist ein Stück weit weitergekommen in seinem Spiel. Aber ich finde, dass auch Amiri in dem Spiel so ein Typ war, der gibt einfach dem Spiel andere Dinge. So vor allen Dingen viele Überraschungsmomente, kluge Pässe, auch starke Dribblings, wo er dann auch nur schwer vom Ball zu trennen ist. Also hier und da mal ein bisschen verspielt, da wollte er zu viel, aber es ist dann auch ein bisschen schwierig, wenn bei den Mainzern viele Mechanismen gerade nicht gegriffen haben. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, mich hat er schon beeindruckt in dem Spiel, weil ich auch nach wie vor sagen würde, Mainz ist aktuell eine Mannschaft, die sieht sich mit Werder auf Augenhöhe, auch wenn die Tabellenregion im Moment was anderes sagen bei den beiden, aber es kann auch für alle beide ganz, ganz schnell wieder in andere Richtungen gehen. Wir kennen das als Werderaner nur zu gut. Deswegen bleibe ich auch dabei. Wir hatten wahnsinnig starke Auftritte gegen die Bayern und gegen die Freiburger vor allen Dingen. Das waren wirklich zwei hochverdiente Siege gegen zwei starke Gegner. In dieser Serie ohne Niederlage einen guten Punkt, einen verdienten Punkt auch gegen die Leipziger geholt, aber ein super glückliches Unentschieden in Bochum. Das Spiel gegen die Gladbacher war nicht gut. Jetzt auch wirklich ein sehr schwacher Auftritt gegen die Mainzer und wir sehen, wir sind ein Up and Down. Das ist vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, keiner erwartet von Werder, dass wir jetzt die ganze Zeit nur abgehen. Wir erwarten von dem Team einfach nur ein bisschen Entwicklung zu sehen. Wir wollen sehen, dass junge Spieler integriert werden, Spieler, die ein bisschen Potenzial haben, ein Gerüst für die Zukunft darzustellen. Jinma macht weiter eine gute Entwicklung, hatte ja auch wieder ein bisschen seine Situation. Der Dreierwechsel von Werner, dann irgendwie ein Jinma, Duxch und Schmid gleichzeitig rauszunehmen, dafür wollte Made Boré und Bittencourt hat leider gar keinen Effekt oder eher sogar noch einen gegenteiligen Effekt von dem gehabt, was sich wahrscheinlich Werner davon versprochen hat. Also hat auch gar nicht für Entlastung gesorgt, wollte Made noch hier und da zwei, dreimal den Ball gut gesichert, aber sonst war da nicht viel. Ein Antritt noch irgendwie von Bittencourt mit Ball, wo aber dann auch irgendwie das richtige Abspiel versäumt. Es waren so die einzigen Momente, wo ich so gedacht habe, okay, da kann was nach vorne gehen, aber sonst
waren wir echt vor allen Dingen hinten raus unter Dauerdruck. Müssen uns bedanken beim Fußballgott, dass wir das Ding 1-0 gezogen haben. Das ist für Werder trotzdem wahnsinnig wichtig. Und ich sage auch ganz ehrlich, sorry, liebe Mainzer, ich nehme das an der Stelle mit. Wir haben das in der Vergangenheit auch sehr oft anders erlebt. Wir haben so Scheißphasen gehabt in den letzten Jahren. Und dementsprechend tut auch mal so ein Sieg als Werderaner gut. Versteht aber jeden Frust, den du als Fan der Mainzer nach so einem Spiel schiebst, weil es war halt eben einfach nicht verdient unterm Strich. Und Werder bleibt aber jetzt einfach in diesem positiven Vibe, in diesem positiven Gefühl. Und ja, Stück für Stück schauen wir jetzt erstmal immer, wo es hingeht. Die Tabellenkonstellation, die verleitet dazu, nach oben zu gucken. Ich sage halt auch doch nochmal immer so, Vergangenheit ist noch nicht so weit weg bei uns, aber es macht auch gerade dann ein Stück weit wieder mehr Freude, diese positiven Ergebnisse einzufahren und hier und da mal ein gutes Spiel zu haben. Es bleibt aber nach wie vor sehr spannend, weil man einfach sieht, wie fragil dieses Team dann schlussendlich doch noch ist und wie viel Entwicklung da einfach noch reinfließen muss in diese Mannschaft. Und wir schauen einfach mal, was die kommenden Wochen bringen, ob wir weiter unsere ungeschlagene Serie ausbauen können oder ob es dann doch wieder einen Dämpfer gibt gegen die direkte Konkurrenz. Gerade die Gegner wie Heidenheim und Darmstadt haben uns in der Hinrunde gar nicht gelegen und haben auch einen Ansatz des Spiels, der für Werder nicht ganz einfach wird. Deswegen warten wir mal ab. Ich wäre froh, wenn es weiter positiv läuft. Muss nicht sein, ist nicht meine Erwartungshaltung, dass wir bis zum 34. Spieltag jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, auch bei jedem anderen Werderaner ist es nicht die Erwartungshaltung. Aber könnte eine ruhige Saison werden. Das ist gut und vielleicht kann man ein bisschen in Regionen schielen, wo man lange nicht hinschielen konnte. Und auch das nimmt man als Momentaufnahme erstmal mit. Und dann schauen wir, wo es schlussendlich ausgeht nach 34 Spieltagen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wieder zum Spiel gegen die Mainzer. Natürlich auch zur Gesamtentwicklung bei Werder. Wir schnacken drüber, Leute. Reingehauen und ciao.